Der Sportwelt TV Wettcheck. Markus Klug hat in dieser Saison bereits 4 Sieger bei den Zweijährigen gestellt. Der Schlenderhahner Ablaze ist nicht nur deshalb hier ein interessantes Pferd, sondern natürlich auch, weil er eine gute Abstammung besitzt. Ablaze ist deshalb unser Tipp im ersten Rennen des Tages. Sternpracht ist noch nicht gelaufen, doch als Reliable Man-Tochter aus dem großen Quartier von Markus Klug kann man der Stute gleich ein gutes Abschneiden zutrauen. Die Konkurrenz ist nicht übermäßig stark und deshalb trauen wir Sternpracht auf Anhieb den Sieg zu. Hey Little Moon wurde seiner tollen Abstammung hier bei seinem späten Debüt auf Anhieb gerecht, als er ein Sieglosenrennen in leichter Manier gewann. Den Sprung in das Handicap trauen wir dem Vierjährigen auf Anhieb zu, denn er wird kaum schon alle Karten aufgedeckt haben. Hey Little Moon ist unser Siegtipp im dritten Rennen des Tages. Beatlestar mag die Kölner Bahn und zuletzt in Düsseldorf zog er sich als Fünfter auch sehr gut aus der Affäre. Das heutige Rennen ist eher nicht so stark besetzt wie seine letzte Aufgabe und so könnte Beatlestar der Sieger im vierten Rennen des Tages sein. Mit Dame Major kommt im Preis von Europa eine Stute aus England an den Start, die sehr viel Klasse besitzt. Im vergangenen Jahr siegte die Vierjährige überlegen im Prix de Pomone auf Gruppe 2-Ebene in Deauville. Und nach einer langen Pause war auch ihr Sieg in den Princess of Wales Stakes in Newmarket eine überzeugende Angelegenheit. Die Distanz passt, die Form stimmt, wir glauben, dass Dame Major den Preis von Europa gewinnen wird. Mr. Mowgli ist ein Muster an Beständigkeit. Der Wallach landete bei seinen letzten 3 Starts stets in der Dreierwette. Die heutige Aufgabe sieht lösbar für den 7-Jährigen aus und deshalb glauben wir, dass Mr. Mowgli der Sieger im 6. Rennen sein wird. Madame Mooney gab im Weidenpescher Park Mitte Juli ein imponierendes Debüt, als sie mit 6 Längen Vorsprung siegte. Nun muss sie sich im Handicap bewähren, doch da man mit der Stute noch größere Pläne hat, sollte Madame Mooney sich auch diese Aufgabe nicht nehmen lassen. Porcupine Creek siegte hier Mitte Juli aus der Pause heraus als Riesenaußenseiter. Dabei war der Wallach so überlegen, dass er auch mit dem Aufgewicht von 7 Pfund noch einmal ganz weit vorne landen sollte. Porcupine Creek ist unser Sieger im 8. Rennen des Tages. Sommelier ist in diesem Jahr bei 4 Starts noch ungeschlagen und sein Hamburger Sieg, als er vom letzten Platz noch hinkam, war schon beeindruckend. Auch wenn er nun vor seiner bislang schwersten Aufgabe steht, ist Sommelier unser Tipp im 9. Rennen des Tages.